Hallo und herzlich willkommen bei der All Champion Challenge bei Bonjour mit Yoshi. Und ich spiele dieses Mal Varus und wir starten auch direkt im Ladebildschirm. Der Varus wurde vorgeschlagen vom Crazy Zerg. Varus spiele ich nicht so häufig. Ich habe deshalb leider keinen Skin. Aber ich finde Varus an sich ziemlich cool. Das ist ein AD-Carry und als AD-Carry, ne, steht man hinten und schießt seine Pfeile ein bisschen durch seine Gegner. Gerade er hat sehr, sehr viel Reichweite, gerade mit seiner Q und anderen Spells. Die werde ich im Laufe des Games mal ein bisschen kurz durchleuchten und euch erzählen, was sie machen. Schließlich starten wir sowieso erst mit einem Spell. Das heißt, da können wir dann gucken, was ist denn das überhaupt, was kann das? Dann mache ich das ganz slow. So, das ist übrigens jetzt die neue Map. Das erste Mal, ich spiele diesmal gegen die Regeln. Das heißt ja eigentlich, ich soll ja immer Ranked Games spielen. Aber die neue Map, die Beta, die Kluft der Beschwörer, gibt es leider noch nicht in Ranked. Und deshalb spiele ich Normal auf der neuen Map. Allerdings, wie man schon an den Rahmen sieht, spielen die ganzen wunderschönen guten Spieler die Beta, Normal Games, weil sie in die Meta reinkommen wollen. Weil es gibt ziemlich viele Changes, die ich selber noch nicht alle exakt drauf habe. Aber ich habe schon einige Games gespielt auf der neuen Map. Und deshalb spielen wir ein Normal Game, damit... Ne, ihr wollt ja nichts Altes sehen, deshalb kommt jetzt ganz frisch was Neues hier. So, es gibt jetzt neuerdings auf der neuen Map so eine Wall, die geht weg, das heißt, dass nicht Leute dazu rushen können. Der Start beginnt mit einem Speedboost, das heißt, wir können mal schauen, ob wir hier runtergehen. Gucken wir mal hier. Varus ADC, das heißt, wir gehen auf Botlane, Lux unsere Supporterin. Wir skillen als erstes normalerweise situationsbedingt, aber also wenn wir ein Invade machen, skillen wir zuerst... Jetzt in diesem Fall die Q. Die Q ist ein Skillshot. Wenn man sie drückt, dann lädt sie sich auf. Und dann wird die Range höher und der Schaden wird größer. Das ist natürlich sehr gut. Denn Schaden machen ist geil. Jeder liebt Schaden. So, wollen wir mal sehen, ist hier jemand drin? Hier ist niemand drin. Wir gehen weiter. Der Supporter direkt aggressiv geht hier weiter. Machen wir einfach mal. Wir schauen mal, ob wir zu dritt was reißen können. Vielleicht laufen wir jetzt in 5 Leute rein. Aber es könnte vielleicht auch gut laufen. Sie will ein Trinket reinsetzen und dann geht es weiter hier. Schauen wir mal, was hier geht. So, damit kann man auf jeden Fall snipen und die Range ist übergroß, wie man sieht. Ist auch durchdringend, geht durch alles durch und zerstört alle. Aber je mehr es durchdringt, desto schwächer wird es. Wir können nichts dagegen tun. Lass uns lieber hier hingehen. Wenn er da nicht da ist, dann gehen wir hier hin. Komm. Der kann uns... Oh. Was ist los hier? Mein Dings geht gar nicht mehr. Ich habe gerade ziemlich viele Autotags gemisst, weil... Der geht gar nicht. Den hat jemand ausgestellt. Jemand hat den Attack-Move ausgestellt. Oh je, oh je, oh je. Da muss ich schnell in die Option schauen, ob das alles so passt. Hotkeys. Ich mache hier Restore Defaults. So, zack. Kommt der dann? Ja, dann kommt er. Tatsächlich. So. Standard-Hotkeys reicht erstmal. Mir ist es sehr wichtig, dass ich mit Shift, wenn ich Shift gedrückt halte, meinen Attack-Move habe. Das scheint neu zu sein, dass man... hier mit dem startet. Die Jungle-Meta hat sich komplett geändert, was auch notwendig ist, weil bestimmte Jungler, die nicht so viel Damage haben und nicht so viel Sustain, die sterben sehr schnell, wenn sie die großen Camps machen. Deshalb sollten sie erstmal mit den kleinen Camps anfangen. Die komplette Jungle-Meta hat sich geändert, weil der Jungle generell ein bisschen weniger XP gibt und viel, viel schwerer geworden ist. Das heißt, die Camps kriegt man nicht so einfach hin. So, mit Varus versuchen wir jetzt erstmal safe zu farmen. Das ist ein Lee-Sin-Support. Lee-Sin-Support, der hat zuerst die Wege-Skill. Das heißt, wir können ein bisschen poken. Gucken mal. Gehe mal Trades ein, wobei war auch seine Äxte machen mehr Schaden als meine normalen Autotags. Dafür jedes Mal, wenn ich meine Passive, jedes Mal, wenn ich einen Vasallen last hitte oder einen Champion last hitte, kriege ich Attack Speed für kurze Zeit. Und dieser Attack Speed Bonus ist gar nicht so schlecht. So, okay, der war nice. So, so. Leider macht Lux nur die Q und geht dann wieder. Sie könnte durchaus ein bisschen mehr Autotacken, aber das passt schon so. So, machen normales Laning, bisschen Farm verpassen, so wie man es kennt. Schauen mal, wie das hier geht. Hier geht nämlich gar nichts. Ein Jump geht. Der hat ein bisschen Schaden gemacht. Da bin ich in die Range gekommen. Ich gehe gerade keine guten Trades ein. Ich spiele gerade gar nicht so cool. So. Da pokt sie rein. Zack, der Trade war super. War gar nicht so cool für ihn. Oh, ich habe den Kenner-Minion verpasst. Bitter. Das war sehr, sehr bitter. Aber wir sind Level 3 gleich. Aber sie auch. Mit einem Creep, genau. Er ist Level 3. Aber dafür sind wir jetzt auch Level 3. Und dann schauen wir mal, was wir machen. Sie versucht nur Qs zu machen.
und steht sehr, sehr weit hinten. Sie könnte durchaus versuchen, ein bisschen weiter vorne zu stehen. Ist natürlich schwierig gegen Lee Sin und Draven, die machen sehr viel Schaden. Und gerade als Lux stirbt man da vielleicht schnell weg. Deshalb sollte man schon aufpassen, dass sie einen Autotech da gemacht hat. Finde ich ganz okay, nur verpasse ich leider ein bisschen zu viel Farm. Wir sind 5 Farm schon hinten. Es wäre auch schön, wenn sie dann Trinket reinsetzen könnte. Kann sie nicht. Ich habe keine Vision. Ich kann gar nichts machen. So, wollen wir poken. Komm ran. So. Buh. Doof. Übrigens, jetzt war ich so konzentriert, weil ich schon wieder voll am Tryharden bin, dass ich nicht erklärt habe, was die W und die E kann. So, die W macht erstmal extra magischen Schaden, wenn ich Autotext mache. Auf egal was. Oh, da wurde ich fast von nichts hingetroffen. Aber der macht nicht so viel Schaden, deshalb ist es in Ordnung. Und sie bekommen Stacks, diese komischen Dinger da. Die können bis zu 3 hochstacken. Wenn ich dann jemanden treffe mit anderen Fähigkeiten, dann bekommt der mehr Damage und kassiert dann richtig. Oh, die haben einen Ignite gehabt. Verdammt. Lee Sin hatte einen Ignite. Das habe ich nicht erwartet. Ich hätte früher healen sollen, bevor die klaffenden Wunden mich kaputt machen. Aber ist in Ordnung. Wir haben Kill für Kill getradet. Allerdings hat mein Supporter den Kill genommen mit der E, obwohl ich den sicher gehabt hätte mit der Q. So, wir skillen die Q hoch. Die macht nämlich am meisten Schaden. Was macht sie da? Na egal. Die E ist ein Slow, macht Damage und macht klaffende Wunden. Das heißt, wir gucken mal. Er will nicht back, er wird jetzt wahrscheinlich backgehen nach dieser Wave. Weil er merkt, okay, ich bin da. Und er wird auch ordentlich Cash haben, weil er mich ordentlich outfarmt. Ich bin richtig viel Farm hinten. Und, da kommt er. Da kommt er, da kommt er. Bam, da kam der Snipe. Diese Range von dem Champ ist super. Allerdings hat er 2 Kills gekriegt und Level. Das ist nicht so cool. Aber das läuft schon, wir machen das. Ist ja nur Laning. Das Game besteht nicht nur aus Laning. Man sollte ein Game nicht direkt aufgeben, wenn Laning nicht so toll läuft. Ich muss sagen, ich bin auch ein bisschen selbstverschuldet. Ich bin gerade nicht so gut. Aber kommt noch. Es liegt aber vielleicht auch am Wetter, weil es arschkalt ist. Und wenn die Hände frieren, kennt ihr das? Dann kriegt ihr eure Bewegungen gar nicht richtig hin. Weil die Hände wollen nicht. Die sind eingefroren. So. Durchdringend. Alle Last Hits gekriegt. Trotzdem noch hinten. Gleich nicht mehr. Dennoch leichten Nachteil auf der Lane. Vor allem, weil mein Supporter nicht kommt. Der hängt irgendwo auf der Midlane rum. Why ever? Jetzt muss ich flashen. Weil hier läuft nichts. Wir gehen mal back. Kaufen uns ein paar Items. Weil er hat leider ein Big Fat Sword, damit ist er sehr, sehr im Vorteil. Und meine Lux hat nichts, was mich heilt, deshalb hole ich mir Lifesteal, damit ich mich raggen kann. Ich brauche ein bisschen Sustain, gerade gegen Lee, der mit der Q halt viel poken kann. Und so ein Auto-Attack von Draven tut halt schon weh. Der hat jetzt auch Ulti. Sie versucht halt zu poken. Ich finde Lux Support auch zurzeit nicht so stark, aber die Sin Support ist an sich auch nicht so stark. Lux kann halt einen Cage werfen, der snaret die Gegner. Die können dann aber noch angreifen. Das ist halt der Nachteil auf der Botlane. Sie sind dann nicht gestunt und können dann nichts machen. Sie können auch Auto-Tacken. Und gerade Dravens Auto-Tacks tun weh. Ich habe nur einen Creep davon gekriegt. So, wir gucken mal, ob wir hier poken können. Draven ist halt Level 6 und pusht durch. Und wenn wir in seine Auto-Tack-Range kommen, wir traden immer schlecht, weil er mega Schaden macht. Wir versuchen einfach nur safe hier ein paar Last-Hits abzugreifen. Und das Ding nach Hause zu fahren. Wobei. Komm. Ja, schade. Ich dachte, er greift mich einmal an. Unterm Tower. Genau. Dann kann ich ihn nämlich so geben. Zack, 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 zack. Sehr gut. Der Stun war nice. Meine Ulti, die habe ich instant gecastet, als ich Level 6 geworden bin. Also, konnte gar keine Zeit zum Erklären. Das ist ein Chain. Wenn ich den mache, dann ein Skillshot. Normal, kann man so zeigen. Dann wird der gesnared. Also sie können auch Auto-Tacken und alles, aber können sich nicht bewegen. Und vor allem Leute, die zu lange in der Nähe stehen von Gechainten, von meiner Ulti, die werden auch gechained. Gesnared. So. Farm jetzt, wir pushen jetzt durch, weil ich will back. Ich habe gar nicht so viel Leben. Wenn Draven wiederkommt, Bock nicht so. Aber ich bin wieder mit Draven gleich auf.
Ich habe sogar einen Assist mehr als Draven, soweit ich... Nee, Lee Sin hat sogar einen Kill gekriegt durch den Ignite. Das heißt, so schlimm ist das gar nicht. Allerdings, die wollen Hilfe da. Nee, können die knicken. Ich helfe nicht, weil ich habe keinen Mana mehr. Und ohne Mana bin ich nutzlos. Schreiben wir auch eben mal... Oh. Bam, bam, bam. Ich hoffe, die sehen, dass Lee Sin da unten kommt. Wir kümmern uns aber erstmal um unsere Items. Extra. Mir gefällt das nicht. Zack, zack. Gehen wir halt auf die Schuhe. Also entweder Big Fat Sword oder Schuhe. Das Crit macht noch keinen Sinn. Also ich will jetzt eigentlich Infinity Edge zuerst haben. Klinge der Unendlichkeit für Crit und so. Und für Damage. Also generell für Damage, weil es ein sehr cooles Item ist. Aber der Mantel hier, den ich mir eben kaufen wollte, der gibt halt extra Crit-Chance. Aber Crit macht halt nur mehr Damage, wenn man schon Damage macht. Wenn man keinen Damage macht, dann macht extra Crit-Chance keinen Sinn. Und ich verstehe nicht, Lux ist nie da, um die Lane zu verteidigen. Wir verlieren einfach mal einen Tower for free. Das finde ich äußerst uncool. So. Aber gut, müssen wir mit leben. Ich kann halt auch nicht farmen, wenn sie nicht dabei ist. So. Schöner Dodgerino. Ah, der hat der Ulti, stimmt. Und da ist er gerade so aus der Ulti-Range raus. Das ist so bitter. Ich hätte ihn da viel früher treffen sollen. Ich hätte das auch ahnen müssen, dass er seine Ulti hat. Ich war da jetzt gerade ein bisschen Brain-AFK. So, Lux kommt jetzt auch nach einer Zeit endlich wieder auf die Lane. Gucken wir uns mal an, wie andere Lanes laufen. Lee Sin hat 3 Kills mittlerweile. Draven hat keinen Kill gekriegt. Das ist gut, weil er keinen League of Dragon-Stack kriegt. Er kann halt sein Geld hochstacken. Er hat schon 120 Stacks. Hier oben sieht man das. Durch bestimmte Sachen bekommt er halt Stacks. Und wenn er einen Kill macht, dann kriegt er 120 Geld extra. 102. Und das kann er immer mehr hochstacken. Jetzt hat er schon 108. Also mit jeder Axt, die er fängt zum Beispiel. Bam, bam, bam. Ah, oh, Mist. 1, 2, 3. Zack. Ich verstehe nicht, warum er das jetzt gemacht hat. Da war er greedy auf den Kill. Hätte er einfach gehen sollen. Ich dachte, Lux, Squishy hole ich mir. Und ich dachte mir... Du Squishy, ich hol mir dich. So. Ba, 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 ba. Spaß geht weiter. Unser Sekt, der versucht, glaube ich, gerade zu fighten. Jetzt brauche ich Lux tatsächlich nicht mehr auf der Lane. Weil unser Tower halt gefallen ist. Jetzt könnte sie eigentlich helfen. Dabei liegt sie. Leecht sie eher XP. Gucken mal, was wir hier machen können. Da ist ein Ward. Okay. Ist aber okay. Passt schon so. Der Dragon gibt jetzt übrigens einen Buff. Da, der Dragonslayer-Buff. Der gibt dir mehr Stärke. Anstatt nur Geld, wie es damals war. Also es gibt jetzt auch den Dragon-Buff. Neuer Begriff in LoL. Keine Ahnung, vielleicht bekommt er noch einen anderen Namen. Ich nenne ihn jetzt erstmal Dragon-Buff. Vielleicht werden irgendwelche Hipster den noch anders umbenennen. Keine Ahnung. Schade Banane. Kein Mana mehr. Nicht. Oh, ich habe einen Kill gekriegt. Nice. Da ist auch noch Katharina irgendwo. Ah, sie folgt mich. Katharina ist gar nicht da. Und er hat seinen Jump gerade verbraucht. Das heißt Free Dragon. Sehr, sehr nice. So, als ADC halt, wie gesagt, immer safe stehen. Ich habe versucht zu laufen. Ich hätte kiten können, angreifen, aber gegen die Sin, der ganz offensichtlich versucht, einen zu kicken, läuft man lieber. Er hätte es auch eigentlich schaffen können. Fast der Dragon-Stil, ne? Versuche aus der Range von Draven zu bleiben, der killt mich nämlich. Verdammt. Kein Mana. Hätte er vielleicht doch weiter reingehen sollen, aber ich glaube, das war so in Ordnung. Draven hätte direkt Fokus geswitcht und mich zerstört. Vor allem, weil ich keinen Mana habe. So, still. Ohm. Hashtag. Hashtag Ohm. Ohm bedeutet out of Mana. So, das sagt man schnell. Damit sie das verstehen, weil nicht jeder hat direkt. Die Sicht auf den Leisten, wie viel Mana wer hat. Deshalb ist es gut, sein Team zu informieren. Das heißt, Kommunikation ist super wichtig. Sagt euren Team, ihr habt kein Mana mehr, alles klar. Euer Team versteht das, läuft. Ich habe es jetzt im Nachhinein gesagt, zur Rechtfertigung. Rechtfertigen braucht man sich eigentlich nicht in LoL. Weil sonst passiert sowas, was geht hier wieder ab. Naja. Da gibt es 2 Optionen. Entweder muten oder ignorieren. Ich bin eher zweiteres, weil... Mich interessiert das gar nicht, was die im Chat schreiben. Meistens verpasse ich das auch. Zum Beispiel hat mich ein User hingewiesen auf dem letzten Game.
als ich Gragas gespielt habe, da hat mir jemand den Blue angeboten, der Jungler. Also wer es nicht gesehen hat, kann es gerne gucken, war ein lustiges Game. Und ich habe mich beschwert, dass er mir den Blue nicht angeboten hat. Dabei war ich einfach nur zu blöd, mal den Chat zu lesen, dass er mir den Blue anbietet. Ich push weiter Botlane, weil der Tower ist noch hier. Und den Tower wollen wir uns holen. Ich habe leider keine Vision, weil die Lux wardet gar nicht so toll. Aber sie hat einen Sidestone. Geht ja nicht nur um Lux. Ist ja nicht Lux schuld, dass es nicht so gut gewardet ist. Denn das Warden sollte jeder übernehmen, außer vielleicht der ADC. Wobei, wenn es richtig krass wird, dann werde ich mich auch durchringen, einen Ward zu kaufen. Ich glaube, ich traue mich auch gar nicht so weit vorne, weil die Sin ist Chase Gott und ich habe keinen Tower am Arsch. Unser Tower ist weg. Deshalb ist das extrem greedy, was ich hier gerade versuche. Bam. Bam. Ich habe nämlich gar keine Vision hier im Busch. Aber ich habe meinen Big Fat Sword. Das heißt, Damage, Damage, Damage. Und er hat einen Blue Buff. Ich habe keinen Blue Buff. Und ich bin extrem schnell out of Mana. Die ganze Zeit. Ich darf gar nicht so viel spammen, wie ich es tue. Ich habe hier nichts verloren. Deshalb kann ich direkt wieder backgehen. Obwohl, nö. Wir baiten mal. Genau. Wir baiten mal. Kein Mana mehr. Es bockt nicht ohne Mana, Jungs. Das macht keinen Spaß ohne Mana. Der Bait war okay. Fast hätte er mich kicken können. Ah, es war ein gewollter Bait. Oh, kriege ich ihn? Zack. Zack. Nice. Ist auch gerade weggekommen, der Zack. Aber ich glaube, der hat noch seine Passive. Zack kann nämlich neu wiederbelebt werden. Ja, der hat noch seine Passive ab. Also alles smooth, Suchin, nix. Not even close, bras. Jetzt geht's ab. Ich skill die W als nächstes hoch, weil diese extra Auto-Attack-Damage ist ganz gut. Und vor allem auch der Schaden ist nicht zu unterschätzen. Das sind, der Schaden sind Stacks, die Maximum Health, also Moment, macht 3,5% Maximum Health des Ziels extra Schaden. Das ist halt super OP. Ist auch einfach zum Tanks crushen einfach super klasse. Und vor allem auch, das macht Magic Damage. Das heißt, eine ADC macht da normalerweise normalen Schaden, aber wir können uns auch anderer Schadensquelle bedienen, wodurch unsere Gegner halt auch Magieresistenz brauchen. Da geht was ab. Ich will aber eigentlich nicht, weil ich kein Mana habe. Lux hat das Ding. Uff. Guck mal, ob Draven da ist. Ja, so. Ja. Macht er da was? Schauen wir mal. So, habe ich ihn erwischt mit dem Steck. Ich habe kein Mana mehr. Ich will nicht. Ich will gar nicht. Ja, ich bin so tot. Hm. Die ist extrem weit weggegangen, leider. Aber ich war auch blöd und habe nicht darauf geachtet, dass von hier Katharina kommt. Ich wollte eigentlich, war Greed of Lee Sin, der hat mich jetzt gekonnt gebaitet. Hm. Aber halb so schlimm. Es läuft an sich. Draven hat allerdings ein bisschen mehr Kills. Ich habe viel zu viele Assists gesammelt, weil ich immer viel zu safe stehe. Was mit Varus natürlich auch Sinn macht, weil Varus, seine Mobilität ist so gut wie null. Er hat kein Spell, womit er sich schnell porten kann von A nach B, außer vielleicht mein Flash. Hat auch kein wirkliches CC, außer seinen kleinen Slow und den Überstun. Okay, das ist gutes CC, aber dafür will man seine Ulti eigentlich nicht verschwenden. Das heißt, immer safe stehen, dann kommt man dazu auch gar nicht. Warte mal. Das hat er gut gemacht. Ich hätte den Range-Indikator eigentlich sehen sollen. So. Warum nimmt sie eigentlich alle Kills? Schade. Nicht gekriegt. Ist er noch recht weit gedasht. Noch recht weit gedasht mit seinem Spell hier. Und kriegen sie ihn? Sie kriegen ihn tatsächlich. Ich krieg nur leider keinen Assist drauf. Das ist sehr, sehr bitter. Aber es läuft. Wir pushen jetzt einfach Botlane dafür durch. Wir haben nämlich zwei Leute hier weg. Unser Aatrox fehlt. Wir haben Aatrox und Zac im Team. Die Gegner haben auch Aatrox. Aber das ist gut, denn Aatrox und Zac sind ziemlich nervig in Teamfights. Das heißt, wir haben ein schönes Teamfight, weil die beiden, wenn sie sterben, respawnen die einfach wieder vor Ort im Teamfight. Das ist ja mal über OP. Aber sind in meinem Team, also alles in Ordnung. Nichts, worüber ich mich aufregen müsste. Das ist eine Draven-Ulti, die macht Schaden, also schön ausweichen. Skillshots, alle schön ausweichen. Hier, komm. Komm mit mir, Bro. Was ist los, Draven? Bam. Die Snipes. Bam. Der Damage. Wenn ich noch einen Snipe hinkriege, dann mache ich vielleicht King-Styles.
Jetzt mal ein Ward hier. Katharina ist gefährlich, macht viel Schaden. Vielleicht kriege ich aber ein bisschen weggepokt hier. Getroffen. Zack, das ist immer gut, ihn zu treffen. Weil Yasuo will angreifen. Ich habe kein Mana, also greife ich nicht an. Und Yasuo ist förmlich am Arsch. Kann ich was machen? Kann ich was machen? Fuck. Ich habe nicht getroffen! Und sie hat auch nicht getroffen. Ich hätte nicht bleiben sollen. Ich bin viel zu nett mit meinen Teammates. Ich muss egoistischer spielen. Das ist schon... Das passiert mir letzter Zeit öfter, dass ich sterbe, weil ich so ein unglaublich nicer Dude bin. So. Er hat keine Passive, das sieht man in den roten Balken. Und deshalb stirbt er direkt. Und, wollen sie Dragon machen? Wollen sie nicht Dragon machen? Wollen sie Dragon machen? Wollen sie nicht Dragon machen? Sie wollen Dragon machen. Draven ist jetzt von seiner Botlane weg, das könnte gefährlich sein. Das heißt, vielleicht, wenn einer von denen Ward hat, sollte ich hier rein warden, genau. Weil Draven von der Seite kommt. Ist aber kein Problem, denn Aatrox hat noch seine Passive und der Stun ist da. Und der hat auch noch seine Passive, das heißt, diese beiden sind unkillbar. Und er spawnt einfach neu und die machen einfach weiter den Dragon. Und der Dragon gibt uns den Dragon Buff. Der Dragon gibt allerdings kein Geld mehr. Dafür den Dragon Buff. Was der Dragon Buff genau kann, der macht dich stärker. Da muss ich ehrlich sein. Der kann so viel, dass ich das selber noch nicht ganz gerafft habe. Der kann nämlich, hier sieht man es, 8 Attack Damage und Ability Power auf den Hero, 15% mehr Schaden auf Vasallen, 15% mehr Schaden auf Towern. Was haben wir noch krasses? Wir haben Movement Speed, 5% mehr und die unsere Angriffe burn die Gegner weg und machen True Damage. True Damage ist nice. True Damage ist immer geil. Jeder liebt True Damage. Ist wie der Red Buff, find geil. Bam. Wir siegen mal Mitte, weil Bot haben wir geholt. Top kann weiter Split pushen. Da kam ein nices Schild. Ich bin K.O. Da haben sie einen guten Engage gemacht. Und ich habe zu viel gekitet. Ich hätte einfach laufen sollen. Die haben nämlich extrem böses Lockdown. Und gerade mit Aatrox als Assassine, Katharina als Assassine, Jax als Assassine, Lee Sin als jemand, der reinspringen kann, habe ich Pech gehabt mit Varus. Da würde ich lieber ein ADC haben mit mehr Mobility. Weil, wenn ich einmal gecatcht werde, bin ich tot. Und das geht schnell. So, wir kaufen uns mehr Crit, wir wollen das Statik-Stich haben. Statik-Stich ist in meinen Augen, da kann man sich natürlich drüber streiten. Und, keine Ahnung, Mathematik-Klausuren drüber schreiben, Mathematik-Doktorarbeiten drüber schreiben. Was nun besser ist, Statik-Stich oder Phantom Dancer? Beides cool. Ich mache situationsabhängig, aber ich tendiere auf Statik-Stich, weil man damit schnelleren Burst hat. Vor allem, weil der passive Effekt, der magische Schaden, auch critten kann. Magischer Schaden kann normal nicht critten. So, ich versuche noch eben Level 12 zu holen, bevor ich helfe. Das bin ich jetzt auch schon. Bleib immer so ein bisschen ready hier, will natürlich farmen, weil ich brauche mein Feed. Ich sterbe noch viel zu oft. So kriege ich natürlich kein Feed. Und der Draven, der hat mich dicke outfarmt. Da haben wir leider. Ich hätte früher helfen sollen vielleicht. Bam, bam, bam. Wollen die noch was? Oh, der Mist. Der Mist war real. Oh, ich bin so doof. Aber wir haben auch keine Vision. Wir haben 3 Wards stehen. Wir haben hier einen Ward stehen und hier einen. In unserem Jungle wollen wir eigentlich keine Wards stehen. Wir wollen den River abdecken oder deren Jungle, damit wir diese Wege auschecken können. Das können wir nicht, weil uns die Vision fehlt. Es wardet auch keiner. Wir haben nur unseren Supporter, der wardet. An sich sollte jeder warden. Warden ist gut. Warden ist das Wichtigste. Warden ist live. Und die ganzen Assassine, die machen one by one. Weil die anderen leider ein bisschen zu weit hinten bleiben. Mitte wird auch gepusht. Kommt darauf an. Katharina entscheidet sich, in der Party auf Bot mitzumachen. Nee, sie entscheidet sich, doch Mitte zu pushen. Das ist okay. Dann gehe ich einfach straight Mitte. Ich habe leider schon 6 Tore. Ich bin echt nicht gut dabei. Ich muss noch viel, viel safer spielen. Vor allem, wenn ich Platz habe, mal selber Wards kaufen, dann sterbe ich auch nicht mehr an solchen Geschichten. Die ist da rüber geflasht. Geht hier längs. Genau, wollen wir mal gucken. Jaximus Black. Okay, wir gucken mal, ob wir jemanden catchen können. Das ist so ziemlich das Safeste, wenn wir angreifen. Und wir den Treffer machen. So ziemlich. Zack.
Oh, ich habe die noch geslopt bekommen. Oh, und da kommt der Killsteal. Mit der Ulti. Die war so unnötig. Ja, ich weiß nicht. Für sowas würde ich Ulti nicht verschwenden, wenn der Kill schon safe ist. Genau. Zack. Und, oh Mann. Die burstet mich weg auf Instant. Aber immerhin, der Trade ist okay. Der Trade ist okay. Nee, der Trade ist nicht okay, weil mir fehlt der Schaden. Da kommt er noch mit, während er rüberdasht. Das ist natürlich sehr bitter. Hier fightet. Wollen sie? Also Aatrox würde 1-on-1 gewinnen. Oh, jetzt hat er die Arschkarte allerdings gezogen. Doch nicht. Guter Skillshot. Den hätte man dodgen können. Aatrox E war das. Das ist so ein Skillshot, der von außen hin immer kleiner wird. Von der Nähe kleiner wird. Der ist ganz komisch zu beschreiben. Man muss ihn einmal gesehen haben, wie der Indikator ist. Kaufen wir uns mal ein Pink Ward. Pink Wards kann man auch als ADC kaufen. Schließlich bleiben die permanent. Machst du einmal, stellst sie einfach schön passiv hin. Und dann hast du auch einen Bereich permanent abgedeckt, sofern das Gegnerteam sich nicht aktiv um Dewarding kümmert. Was sehr wichtig ist. Übrigens auch ein Job des Supporters. Oder als Junglers aktiv Dewarden. Aufdeck Trinklet. Zum Beispiel Zack, dem fehlt sein Aufdeck Trinklet. Ist aber okay für das Game. Bam, 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 bam. This is a lot of fun. Warum ich gerade Bot bin, weiß ich nicht. Ich dachte, hier sind Creeps, aber hier sind gar keine Creeps. Ich habe richtig wenig Creeps. Gucken mal. Dragon Slayer mal 2. Ich setze mal hier den Ward. Das ist so ein Spot, den erwartet. Man erwartet den Pink Ward eigentlich immer dort. Und der Spot ist eigentlich auch in Ordnung. Der deckt auch noch halbwegs den River ab und ist nicht so obvious. Läuft man gerne dann vorbei. Okay. Ich hab überlegt für einen kurzen Moment, ob ich ulte. Aber ich mach's auch. Tschüss. Ich habe nämlich Damage. Nicht so, ich bin squishy, aber ich habe Damage. Ich muss nur safe bleiben. Ich muss immer irgendwie an jemanden dran kleben. Ich brauche jemanden, der für mich peelt. Das ist das Doofe. Also, der mich beschützt. Und Lux tut das leider nicht. Die steht nur hinten safe und schmeißt ihre Spells. Guck mal, wie weit hinten ich stehe. Ich bin übel am Haten, wa? Okay, so geht straight rein. Da ist noch Draven. Ich komme hier. Chock, chock, chock. Da geht's ab. Den holen wir uns auch noch. Den brauche ich mir nicht holen. Der ist tot, bevor ich da bin. Lohnt sich gar nicht. Ich bin nur am Objectives machen. Guck mal, Jaximus, den reiße ich nicht. Vielleicht kriege ich ihn gebaitet. Nö, will er mich anjumpen? Nö, will er nicht. Okay. Wir pushen Mitte einfach. Wir sind alle 5 hier. Ein paar Leute sind tot bei denen. Passt alles. Alles cool. Alles Sutsche. So, holen wir uns noch den hier. Der Jaximus. Den holen wir uns auch noch. Hab ihn. Gesniped. Sniped. Sniped, bra. Sniped, sniped, sniped. Hier unten war noch jemand, der geht aber hier rum, genau. Ne, der ist sogar hochgeschwungen. So schnell war der hier. Holen uns einfach das Ding. Können wir noch weiter pushen? Wir können noch weiter pushen. Wir sind 5. Und die brauchen noch 20 Sekunden, bis sie da sind. Vielleicht kriegen wir einen Catch of Draven. Ich habe meine Ulti nämlich gleich. Das war ein Crit, der war gut. Meine Ulti, ja, ja, ja. Kriege ich meine Ulti auf Draven? Ne, die wollen leider gehen. Die wollen direkt Baron machen. Ist eigentlich an sich ein guter Call. Ich push allerdings, ne. An sich sollte jetzt jemand top pushen. Das wäre so das Beste. Ich bin der Damage, deshalb muss ich zum Baron. Weil dann forcen sie entweder den Tower aufzugeben oder Baron aufzugeben. Oder sie müssen sich splitten. Das wollen sie nicht. Weil sie dann wahrscheinlich auseinandergenommen werden würden von dem Full-Team. So, bam, bam, bam. Ich geh back. Der Baron gibt immer noch Geld. Der Baron gibt immer noch Buff. Und der Baron-Buff ist immer noch derselbe Baron-Buff. Außer, dass der Baron-Buff nicht mehr so krasses Life-Rack gibt. Und wenn und dass die eigenen Minions stärker werden. Das heißt, es ist so eher zum Pushen gedacht. Was auch durchaus Sinn macht. Weil das Life-Rack, ich fand, das war viel zu sehr gesnowballe insgesamt. Kaufen Rüstungsdurchdringung, weil die Gegner haben einen Arsch für Rüstung. Vor allem Jax und Lee Sin. Und Lifesteal haben wir ja bereits mit dem Zepter. Das reicht auch erstmal. So stark können wir uns gar nicht Lifestealen. Wenn wir getroffen werden, dann werden wir weggeburstet. Da bringt uns Lifesteal gar nichts. Da macht es eher Sinn, noch mehr auf Damage zu gehen und versuchen, safe sein Damage rauszuholen. Ja. Ja, ja, very good, Bros. This was awesome. Oh,
Goddammit, dieser Engage, dieser Zack ist toll. Der ist super klasse. Mann, Mann, Mann. Sehen. Die neuen Jungle-Items. Ich sollte auf jeden Fall als nächstes mal einen vorgeschlagenen Jungler spielen. Und die neuen Jungle mal erläutern. Das wäre ganz interessant. Vor allem, es gibt noch so ein paar kleine Sachen, die ich im Jungle gerne mal ausprobieren würde. Ob das funktioniert so. Oder kann man euch ja so als Feedback-Leute mal dabei haben, die mir dann sagen, ob das eine coole Strategie ist, ob sie es selber ausprobieren so oder selber mal auf die Idee gekommen sind. Aber was es ist, das verrate ich noch nicht. Das kommt dann zum Moment. Oh, ich wurde getroffen. Will er mich? Was? Die will auf mich auf jeden Fall. Das sind drei Assassine. Da will ich aufpassen. Da war der Flash zu viel des Guten. Krieg ich vielleicht noch einen Sniper aus? Nee. Oh Mann, ey. Oh Mann, ey. Oh Mann, ey. Krieg ich einen Sniper aus? Krieg ich einen Sniper? Krieg ich einen Sniper aus? Ja. Kein Sniper. So, sie hat das DFG auf mich eben verwendet. Das heißt, da läuft gar nichts. Muss natürlich immer sehr aufpassen. Varus ist wirklich safe. Aber dafür macht er höllisch Schaden. Der ist richtig übel. Ach, der hat wieder Ulti. Aber es reicht. Nices Game. Varus ist toll. Ich mag Varus. Varus ist super, klasse. Gut, das war's dann mit der All-Champion-Challenge und Varus. Ein weiterer Sieg. Und ihr dürft wie immer in den Kommentaren schreiben, welchen Champ ich als nächstes spielen soll. Und das war's auch schon mit der All-Champion-Challenge und mir. So, haut rein.